Hey, mein Name ist Jonah und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr geile Product Shots aufnehmen könnt, die aussehen wie aus einer Werbung. Und das Geilste an dem ganzen Video ist, ihr könnt das ganze Setup gewinnen. Also bleibt bis zum Ende dran, da erfahrt ihr mehr dazu. Ich für meinen Teil liebe sehr clean Aufnahmen und genau so habe ich das Setup auch aufgebaut. Aber wenn ich euch jetzt erzähle, was für Produkte ich verwendet habe, dann denkt ihr jetzt eher, ihr seid auf irgendeinem Büroprodukte-Channel als auf einem Kamera-Channel. Aber stopp, bevor ihr jetzt abschaltet, lasst mich erstmal zu Ende erzählen. Denn ich denke, die Aufnahmen lassen auf jeden Fall für sich sprechen. Als Lampe benutze ich eine Schreibtischlampe und jetzt denkt ihr wirklich, glaube ich, endgültig, der hat eine Macke. Aber wir haben eine Schreibtischlampe ausgewählt, die zwischen 3200 Kelvin und 5500 Kelvin alles abdeckt und dazu noch variabel ist in der Helligkeit. Das heißt, für so eine Shots könnt ihr dann einstellen, okay, welche Helligkeit möchte ich, welches Licht gefällt mir von der Farbtemperatur am besten. Und so ist es besonders cool, wenn ihr quasi euren Aufnahmen noch einen Special Look geben wollt. Ich persönlich nutze am liebsten die 5500 Kelvin Einstellung, aber das ist komplett variabel und euch überlassen. Ihr könnt da ein bisschen ruhig rumspielen, auch mit der Helligkeit und der Farbtemperatur, weil da lassen sich saugeile Shots mitmachen, auch zum Beispiel, wenn ihr einen schwarzen Hintergrund habt und die Kelvin-Anzahl eher auf 3200 Kelvin, also Warmlicht, einstellt, dann sieht das auch nochmal komplett anders aus und hat einen anderen Look. Ich denke, ihr merkt schon, ihr seid mit diesem Setup ziemlich vielseitig. Das heißt, ihr könnt viele Sachen ausprobieren und einfach mal eurer Kreativität freien Lauf lassen. Als Unterlage verwendet ihr Papier, aber nicht irgendein Papier, sondern Tonpapier von Amazon. Ich verlinke euch einfach mal das Papier bzw. Tonpapier, was ich verwendet habe, unten in der Videobeschreibung. Das Coole ist, ihr bekommt 250 Blätter für nicht mal 25 Euro. Das heißt, falls irgendein Blatt irgendwie dreckig geworden ist oder ein bisschen knittert, nehmt ihr einfach ein neues und es ist wieder alles ganz und sauber. Und falls ihr noch ein paar Plakate für die Schule machen müsst, dann habt ihr jetzt erstmal genug Papier. Wichtig ist, wenn ihr das Licht setzt, dass ihr es nicht von oben kommen lässt, sondern eher so um die 45 Grad oder besser 30 Grad, denn dadurch habt ihr mehr Dynamik im Bild, weil die eine Seite ja mehr belichtet ist als die andere und darauf sollte man ja immer achten, wenn man Sachen belichtet. Und meiner Meinung nach sieht es dann einfach viel ästhetischer aus und darauf kommt es ja am meisten an. Aber ihr könnt es auch einfach wie ich machen mit so einem Star Wars Look, wie ich es hier gerade habe, indem ihr einfach einen schwarzen Untergrund nehmt und daneben dann ein zum Beispiel blaues Licht oder ein rosanes Licht, indem ihr einfach ein Blatt als Reflexion nehmt, denn dann sieht das Ganze auch nochmal komplett anders aus und ihr habt mit sehr wenig sehr viel ausgedrückt. Lasst eurer Kreativität einfach freien Lauf. Alles klar, jetzt zu dem Gewinnspiel. Ihr müsst mir einfach nur in die Kommentare schreiben, wieso ihr das ganze Setup gewinnen wollt. Das heißt, die Schreibtischlampe und das Papier. Dazu müsst ihr dem Video einen Daumen nach oben lassen und mich abonniert haben. Das ist alles. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Ihr wisst es. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.